einem Videokurs, um lateinamerikanische Harfe und Musik zu lernen. Mein Name ist Daniela Lorenz und ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Ich bin ausgebildete Rhythmiklehrerin und Musikpädagogin am Konservatorium in Zürich in der Schweiz, habe da Musik studiert auch und Klavier im Nebenfach abgeschlossen. Die paraguayische Harfe habe ich, wie es Tradition ist, ohne Noten gelernt, einfach nach Gehör, und so möchte ich euch auch das weitergeben. Im ersten Modul lernen wir die richtige Haltung, die richtige Technik und die Basis für diese Spieltechnik und auch für diese Musik aus Lateinamerika. Und zwar ist das in der ersten Position der Grundakkord. Das ist eine ganz natürliche Haltung auf der Harfe. In der Klassik nennt man das auch die Oktavlage. Und auf dieser ersten Position baut alles auf, die ganze Technik und auch die Art zu spielen. Wir lernen natürlich die Position zu verschieben, weil wir das später immer wieder brauchen. Wir lernen in Oktaven zu spielen, Parallelbewegungen. Auch gleich noch das Einspiel. Wir lernen gerade und ungerade Takte zu begleiten und zu spielen. Auch die Gegenbewegung mit dem kleinen Arpeggio als Verzierung. Über 3 oder 4 Oktaven. Und in diesen 14 Lektionen lernt ihr 9 Harfenstücke zu spielen. Im Kurs Abo Tandem begleite ich euch mit einer monatlichen Harfenstunde, die wir auf Zoom zusammen haben. Da beantworte ich euch alle Fragen oder Unsicherheiten, die ihr habt, können wir anschauen. Ich kann euch weitere Übungen geben, auch weitere Stückchen. Wer möchte, kann auch Notenmaterial bekommen von dem Gelernten, und ich unterstütze euch gerne, damit ihr garantiert sicher und mit einer guten Haltung vorankommt im Kurs. Beide Abo, ob das Solo- oder Tandem-Programm, könnt ihr jederzeit kündigen. Ihr seid also nicht in einem Abo an irgendetwas gebunden. Ich lege euch die Schnupperstunde ans Herz. Bucht diese gratis und unverbindliche Zoom-Stunde mit mir, da können wir uns kennenlernen, ihr könnt mir alle Fragen stellen und wir können auch zusammen eure Harfen anschauen. Wenn ihr generell Fragen habt zum Instrument oder auch zu Zubehör zu den Harfen, könnt ihr mich jederzeit auch über meine Webseite kontaktieren. So hoffe ich, dass wir uns dann im Videokurs wiedersehen. Bis dann, macht's gut, tschüss!